So, rein in den zweiten Durchgang. Weiter geht's. Schauen wir mal, wer hier in diesem Finale diesmal die ersten Akzente setzen kann. Der Pass zurück zum Keeper. Valencia. Bevor er Risiko geht, lieber zum Torwart. Valencia. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Lisandro. Dembélé. Ganz energisch. Klasse, wie er dahin geht. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Da war die Chance für den Konter da, aber so wird das nichts. Der Ball ist wieder weg. Mario Balotelli. Jetzt die Flanke. Ja, die Flanke bringt nichts ein. Valencia. Blanco. Cecilio. Jetzt wird's gefährlich. Und jetzt die Chance. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Hamšík. Guter Ball nach draußen. Lisandro. Jetzt Hamšík. Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Und Carlos Vela. Mario Balotelli jetzt. Klar, das gibt hier Einwurf. Vela am Ball. Was macht er draus? Mario Balotelli jetzt. Dembélé. Valencia. Quaresma. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Und jetzt vielleicht die Chance, gibt Ecke. Wir sehen es an der Seitenlinie, es gibt einen Wechsel. Und schauen wir mal, wie sich diese Umstellung auf dem Rasen auswirkt. Er geht in den Strafraum. Wie bitter, der Ball geht ins eigene Tor. Und alle fragen sich jetzt, wie kann denn das passieren? Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Jetzt gibt es also einen Wechsel. Ja, und es wird natürlich jetzt interessant zu sehen sein, wie gut der neue Mann mit dieser Rolle zurechtkommt.
Hoffentlich sind sie jetzt nicht zu sehr geschockt vom Eigentor. Schirmt den Ball da super ab. Eran Zahavi. Geht da voll in diesen Zweikampf. Sie verlieren den Ball. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Dembélé. Das sieht vielversprechend aus. Zarajo. Clever gemacht. Gute Aktion. Und Hereingabe jetzt. Das ist der Ausgleich. Jetzt sind sie wieder voll drin in diesem Finale. Der Ausgang völlig offen. Das Tor sehen wir jetzt noch mal in der Verlangsamung. Und den Assist, den wollen wir hier nicht unerwähnt lassen. Super, wie er da das Auge für den Mitspieler hat. Und da haben wir noch mal das klasse Kopfballtor. Toll vorbereitet und dann stimmt auch das Timing beim Kopfball. Absolut sehenswert. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Valencia. Iniesta. Ball bei Mascherano. Gut verteidigt hier. Klärt den Zeiten aus, wird natürlich Einwurf geben jetzt. Es gibt jetzt eine Umstellung. Sie bringen einen frischen Mann. Ja, soll noch mal ein neuer Impuls von der Bank kommen. Miranda. Hamsik. Eran Zahavi. Babola. Hamsik. Zarajo. Unaufhaltsam. Carlos Vela. Flanke jetzt. Das hätte gefährlich werden können. Quaresma am Ball. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Iniesta. Rojo. Mascherano. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Den muss er zum Torwart zurückspielen. Piatti. Rojo. Romero. Iniesta. Das könnte gefährlich werden. Der Versuch. Und irgendwie hält er ihn. Schöner Schuss aus der zweiten Reihe, aber der Torwart ist zur Stelle und pariert diesen Ball. Super Parade. Der Schlussmann war hochkonzentriert und auf dem Posten. Guter Versuch aus der Distanz, aber der Keeper hat aufgepasst und hat dann schlussendlich das bessere Ende für sich. Großartige Leistung vom Torwart. Die Ecke kommt. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären.
Unentschieden bisher, dazu passen auch die Ballbesitzquote. Es ist alles auf Augenhöhe und ich bin gespannt, wie sich diese Partie noch entwickelt. Quaresma. Ball kommt flach. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Kein guter Volley. Ah, hätte hier gerne das Tor gemacht, sah auch zunächst gut aus, aber dann fehlt einiges. Erneut jetzt der Ballverlust. Eran Zahavi. Hartes Einsteigen, aber Vorteil, kein Pfiff. Spiel geht erstmal weiter. Gute Aktion. Vorwärtsbewegung jetzt. Das sieht alles sehr überlegt aus. Valencia. Gefährlich jetzt. Und jetzt haben sie den Ball. Oh, ganz frei in der Mitte. Da können sie klären. Gefährlich. Barbona. Das war die Gelegenheit. Aber es bleibt beim Unentschieden. Schirmt den Ball da super ab. Nun Quaresma. Super Pass. Ignacio Piatti. Jetzt gibt's hier die Ecke. So, Buschi, es gibt die Auswechslung. Und ich bin gespannt, ob der neue Mann hier sofort reinfindet in diese Begegnung. Jetzt der Eckball. Bevor er Risiko geht, lieber zum Torwart. Valencia. Iniesta. Nun Hamšík. Dembélé. Zarajo. Jetzt der Ballverlust. Pablo Perez. Das frühe Stören jetzt. Und der Ball wird zum Torhüter gespielt. Iniesta. Auf außen ist Platz. Dembélé. Da haben sie den Ball. Und jetzt gibt es Einwurf. Silva. Coloccini. Valencia. Pass auf den Flügel. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren.
Schöner Pass, Hamsik. Carlos Vela bringt den Ball jetzt in die Mitte. Und da kann er erneut klären. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Iniesta. Iniesta, super Pass. Sie versuchen es flach. Die Führung. Das könnte ein ganz wichtiges Tor sein. Hier nochmal der Treffer in der Wiederholung. Die Flanke war lang unterwegs, aber auch sehr gut reingebracht. Und da fällt der Abschluss leicht. Klasse gemacht. Tolle Szene. Erst die wunderbare Flanke und dann dieser Schuss. Ja, es stimmt alles bei dieser Aktion. Es geht nicht besser. Jetzt kommt ein neuer Spieler. Schauen wir mal, wie er sich einfügt. Zwei-eins. Hier ist noch alles drin. Vela. Eran Zahavi. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Er schirmt den Ball ab. Balotelli. Sie bekommen den Abstoß. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Keine gute Aktion, wieder Ballverlust. Pablo Perez. Ignacio Piatti. Flanke zu ungenau, so hat sie der Torwart. Sie verlieren den Ball. Eran Zahavi. Sauberes Tackling und so haben sie jetzt Ballbesitz. Gefährlich! Jetzt könnte die Hereingabe kommen. Da hat er gut verteidigt. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Dembélé. Ist hier immer noch am Ball. Zarajo. Da kommt die Flanke. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Nkulu. Den Ball spielt er raus. Und er geht an ihm vorbei. Ja, das sieht gut aus. Und er macht das Tor nicht.
Wieder der Ballverlust. Nun Quaresma. Flanke geht rüber an den langen Pfosten. Aber da steht kein Mitspieler für diese Hereingabe. Jetzt Carlos Vela. Das frühe Pressing jetzt. Das Spiel geht in die letzten Minuten und beide Teams haben noch Chancen. Nkulu. Gonzalez. Silva. Colocini. Pablo Perez. Klasse Zuspiel. Auf außen ist Platz. Setzt sich da schön durch. Barbona. Sie versuchen es mit frühem Pressing. Der Ballverlust. Was macht er draus? Das ist der Treffer! Führung aufgebaut und jetzt ist das hier doch eine eindeutige Nummer. Zeigt, was Wille ausmachen kann. Dieser Zug zum Tor, sehr, sehr druckvoll, ein schöner Sololauf, gekrönt von einem sehenswerten Treffer. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Pass auf außen. Jetzt Carlos Vela. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Da gibt der Freistoß. Und das könnte so etwas wie die letzte Warnung gewesen sein, Buschi. Sehe ich ganz genauso, Wolf. Beim nächsten Foul ist die Karte fällig. Da rutscht er ihm aber ziemlich rein. Da kann er sich über die Entscheidung des Unparteiischen nicht beschweren. Keine andere Option für den Referee. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Ja, könnte was werden. Mario Balotelli. Macht er gut. Gute Aktion. Schöner Einsatz. Wichtig, dass Sie da klären. Sie wollen das Tor jetzt hier erzwingen und stellen auf lange Bälle um. Ich bin gespannt, ob Sie so erfolgreich sind. Okay, Wolf. Jetzt kommt hier Leben in die Bude. Sie werfen alles nach vorne, erhöhen den Druck. Die Jungs wollen ein Tor. Zur Not auch mit der Brechstange. Gut in den Lauf gespielt. Konnte man gut sehen, er steht da abseits. Schade. Gut gesehen vom Schiri, das muss er aber auch sehen. Ganz klares Abseits und damit die Torchance dahin. Super Aktion, das ist die Balleroberung, unwiderstehlich. Könnte jetzt was werden. Zaracho. Jetzt ist es gefährlich. Die Flanke soll zu Balotelli. Ein berechtigter Freistoß. Gut vom Schiedsrichter, er ermahnt den Spieler, anstatt gleich die Karte zu zeigen. Und wir sehen, Kommunikation ist wichtig auf dem Platz. Der Spieler weiß jetzt ganz genau, dass er aufpassen muss. Ah, sie werden den Ball scharf reinbringen und wir gucken, was sie draus machen. Der Ball kommt. Barbona!
Er versucht mit dem Kopf, aber der Ball geht vorbei. Schade, das war eine richtig gute Chance. Jetzt wird es noch mal hektisch. Der Torwart rudert mit den Armen. Ja, weil die Mitspieler nach vorne laufen sollen. Er will den Ball weit bringen. Miranda jetzt am Ball. Barbona. González. Hamšík. Das ist sein Spiel. Immer auf Höhe der Verteidiger. Wenn es gut geht, hat er freie Bahn. Aber hier war es abseits. Silva jetzt. Da kommt die Anzeigetafel und es gibt 5 Minuten obendrauf. Vela. Nkulu. Nun Hamšík. Eran Sahavi. Verteidiger ist dazwischen. Ecke kommt ins Zentrum. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Mario Balotelli. Da kommt die Hereingabe. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Nein, er kann diese Chance nicht nutzen. Ja, den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle bekommen. Da fehlt doch einiges und er wird sich ärgern. González und Marek Hamšík. Jetzt Carlos Vela. Eran Sahavi. Das ist schade, er wäre durch gewesen. Aber so wird abgepfiffen, abseits. Und zu Recht geht die Fahne da hoch, auch wenn es knapp war. Colocini. Silva jetzt. Pablo Perez. Romero. Iniesta. Bustos. Verteidigt da den Ballbesitz. Jetzt können sie einwerfen. Wird da eine Chance draus? Iniesta. Andres Iniesta, was kann er da jetzt draus machen? Romero. Chance zur Flanke jetzt. Super gemacht, gute Verteidigung. Sie sind der Sieger dieser Copa Libertadores. Glückwunsch, kann ich da nur sagen. Und es war auch heute wieder ein super Auftritt. Alles richtig gemacht. Im entscheidenden Moment da gewesen. Vielleicht auch
vom Willen her den Ticken besser. Und das ist auch vom Trainer dann natürlich eine klasse Leistung. Alle jubeln, alle sind begeistert. Damit geht dieses Team hier wirklich jetzt in die Geschichte ein. Im Fußball hier in Südamerika. Tolle Leistung, nicht nur heute. Guck mal hier, wie sie schön stehen. In Reihen geht, es geht sehr, sehr gut dazu. Ja, also angesichts des Erfolges hier, sehr, sehr ruhig. Aber das ist ja auch immer die Geschichte. Ich könnte mich ja immer wegschmeißen. Ja, jetzt ist das ja alles geregelt. Fotografen, Kameraleute, Siegerposen, genau. Nimm den Pott mal in die Hand. Wir wollen noch unser Fötelchen haben. Also das ist halt das Prozess. Fötelchen. Fötelchen, ja. Fötelchen. Ja, ist gut. Nee, aber wie auch immer man sagt. Ja? Ja. So, und dann noch mal das große Szenario. Das gehört alles mit dazu. Das willst du gar nicht haben als Spieler unbedingt. Du willst einfach nur noch die Sau rauslassen. Ja, also das hier ist noch choreografiert und dann ist nur noch wilde Sau. Ja. 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 So, jetzt geht's mit dem Teil in die Kurve zu den Treuesten der Treuen und zu denen, die sich mutmaßlich am meisten freuen. Ja, das sind die, die immer da sind. Übrigens auch in den Momenten, wo es keine Trophäe in die Höhe zu retten gibt. Die sind immer da und für die ist das logischerweise ja, Party, Feiertag, Weihnachten, Ostern, alles. Ja, aufstellen jetzt. Es geht zum Zielfoto. Das ist, liebe Freunde, ist die Postkarte der Saison. Lieber Frank Buschmann. Metaphorisch eine brillante Leistung des Herrn an meiner Seite und eine tolle Leistung der Mannschaft.